Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lost Grimoires. Tja, zwei. Spiegel der Dimension. So, wir müssen mal schauen. Wir haben jetzt hier was bekommen. Einen Schlüssel. Dann ist das wahrscheinlich hier die Bibliothek. Schließen wir mal auf und gehen in die alte Bibliothek. Ja, ich hab's doch gesehen. Trotzdem, wir werden das nie schaffen. Ich glaube, ich hatte doch kein Wimmelbildspiel, wo ich wirklich alle Objekte gefunden habe. So, was hätten wir hier? Ich brauche das richtige Siegel. Na, aber wahrscheinlich ist es hier in der Truhe. Mehr gibt's jetzt hier nicht. Oh. Der Reißverschluss ist defekt. Vielleicht finde ich etwas, um ihn zu ersetzen. Warum muss es denn immer so kompliziert sein? Und da hätten wir das. Vertausche die Fliesen, um das richtige Bild zusammenzusetzen. Das sieht auf alle Fälle schon mal gut aus. Na perfekt. Wir kriegen ja einmal Pilzsud. Und ein Lineal. Ich glaube, nichts ist. Da hilft uns jetzt nichts dran. Können wir mit dem Lineal irgendwas machen? Nee. Hier mit dem Lineal? Nein. Okay, das ist ein Siegel. Mehr ist jetzt aber nicht hier. Das passt aber genau hier drauf. Ich muss die Klammern aufbekommen, bevor ich das Buch öffnen kann. Jetzt aber. Um die Kraft des Amuletts wiederherzustellen, muss ich die Objekte einsammeln, die für die vier Grundelemente stehen. Finde Federn für das Element der Luft. Eine Wurzel repräsentiert das Element der Erde. Königliches Wasser von einem Palast, der die Quelle des Nebels ist. Ja, haben wir vorhin gesehen. Ein alchemistisches Rezept, es wurde mit einer Sicherheitsnadel befestigt. Dann machen wir die erstmal auf. So, dieses Rezept wurde von den alten Echsenmenschen von den Küsten des großen Meeres entdeckt. Es ist bekannt dafür, dass es leicht entflammbar ist und sogar auf der Wasseroberfläche brennt. Cool. Sie ist zurückgekehrt? Das kann nicht sein. Ja, aber so wie es aussieht, wohl doch. So, das ist der alte Trick. Und siehe da. Schnelles Wachstum für Pflanzen. Meine erste Mixtur. Fern. Nehmen wir mal das wilde Wachstumsöl mit. Und hier haben wir noch Schwefel bekommen. Können wir mit dem Nee, ich glaube, das geht jetzt im Moment nicht. Gehen wir mal zurück und schauen, was passiert. The amulet is disturbed by dark forces. Captain, are you all right? He fainted. The prince must be in danger. Und nun? Und nun? Kann ich hier irgendwas machen mit denen? Finde 5 Unterschiede. Da ist es noch der Helm. Das passt auch nicht hier hin und das auch nicht. Und
ich habe einen Helm bekommen, wo ich noch keine Ahnung habe, was ich mit dem Ding machen soll. Erdbeersamen. Na gut, schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Der Hauptmann ist ohnmächtig, ich kann ihm nicht helfen. Fern ist in Gefahr. Kann ich hier noch schnell den Helm irgendwie auffüllen? Dieser Helm ist voll von kleinen Löchern. Das ist ja doof. Eine dunkle magische Barriere blockiert meinen Weg zu Ferns Kammer. Das Amulett ist meine letzte Hoffnung. Dann schauen wir doch mal. Auch etwas, was ich als Blumentopf benutzen kann. Nehmen wir den Helm. Ich finde es gut, dass die Löcher jetzt nicht stören. Da komme ich aber mit dem Lineal dran. Und somit sollte ich auch an Federn kommen. Oh Gott. Also ich muss jetzt hier drei Vögel finden. Da haben wir den ersten. Nee, das ist er doch nicht. Ich sagte, hier wäre das hier, dieser Fette. Ah. Wenigstens den mittleren Vogel gefunden. Und es geht munter weiter. Das war der erste, das ist jetzt der hier. So, das ist er nicht. Das ist der mittlere. Ah, das war's. Das ist schon mal gut. Das ist ersterer und jetzt braucht man nur noch den hier, den dicken. Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich bin echt über... Der hier. Nein? Ich brauche einen Tipp. Ich glaube, ich brauche einen Tipp. Aber so leicht will ich noch nicht aufgeben. Hier. Das ist das Täubchen. Und das ist der hier. So, fünf Federn finden. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, was hier die Federn zu suchen haben. Aber ja. Dann kriegen wir das ja relativ zügig hin. Hoffe ich mal, da ist noch eine Feder. Ist da eine Feder? Nee, ich glaube nicht. Ach ja, gelegentlich ist es dann doch mal gut, wenn man bei einem Wimbledon-Spiel vielleicht auch die Brille aufsetzt. Was ich jetzt natürlich nicht getan habe. Klug, wie ich wieder bin. Da ist noch eine Feder. Komm, die letzte. So, damit hätten wir schon mal ein Stück, um das Ding zu reparieren. Können wir hier schnell hingehen, vielleicht braucht das Wasser.
Die Lösung war tatsächlich einfacher, als ich es gedacht hätte. Jetzt hätten wir das, aber wie mache ich das mit dem Feuer? Alchemistisches Feuer ist das. Schauen wir mal, was hier drin steht gerade. Schleimige Flechten. Diese Zutat fehlt mir noch, alles klar. Die kann ja eigentlich nur an einem Platz sein, oder? Ist doch bestimmt hier irgendwo. Wo wären jetzt schleimige Flechten zu vermuten? Da. Ganz versteckt. So, was kommt nun? Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Hilft mir definitiv sehr gut. Ja, und ich hätte das noch mitnehmen können, ist mir gerade auch aufgefallen. Aber kein Problem, jetzt haben wir alles. Ja, ich glaube, das andere muss wohl zu schwer für die Leute gewesen sein. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären, dass man das ersetzt hat. So, gucken wir mal, ob wir es repariert bekommen. Nein. Kombiniere zwei grundlegende Elemente wie Feuer, Luft, Erde oder Wasser, um ein neues Symbol entsprechend den oberen Symbolen zu erstellen. Was? So, das ist ein Staub. Check ich jetzt nicht. Okay, Staub ist es wohl nicht, aber es war das hier. Natur. Und Wasser. Ein Donner. Wind. Und Feuer. Interessant. Lava. Natur und Feuer. Dampf. Feuer und Wasser. Eis. Zum einen mal Wasser. Zum anderen einfach auch Kälte. Okay, wir haben das geschafft. Wir können mal gucken, ob es ihm wieder besser geht. Nein. Dann zur Fernskammer. Er liegt friedlich in seinem Bett. Wieso glaube ich nicht, dass der da wirklich friedlich liegt? Habe ich mir doch gedacht. Wir bekommen Fernshaare. Was war das für ein Geräusch? Jemand hat etwas auf den Balkon geworfen.
Es ist fern. Er ist entkommen. Ich sollte ihm folgen. Okay, der Ziegel ist locker. Wenn ich etwas Dünnes hätte, dann könnte ich ihn bewegen. Ich bräuchte eine Leiter, um in die Gärten zu gelangen. Hm. Also fern flüchtet? Flüchtet er jetzt aus Angst oder weil er die Verantwortung nicht eingehen will? Und da ist eine Rose. Das ist wohl die Frage. So, was hätten wir hier? Ein Lösungsmittel. Im Feuer brennt ein Brief. Ich sollte ihn retten. Er könnte einen Hinweis enthalten. Können wir das Ding da nicht irgendwie so raustun? Achso, erstmal Feuer ausmachen. Hat er etwa eine Liebelei am Laufen? Ich liebe dein Bild. Vielen Dank. Du bist so talentiert. Bitte nimm diese Spieluhr. Du kannst Briefe und Geschenke darin verbergen. R. Okay, jetzt checke ich auch die ganze Sache. Er verliebt sich quasi so in Mädel, und zwar das, was wahrscheinlich dieses Bruchstück gefunden hat. Und wenn die dann in der Liebe vereint sind, dann gibt es einen Weltuntergang. So in etwa. Ich verstehe. So, was haben wir denn noch hier? Der Kleiderschrank ist abgeschlossen. Die Anordnung der Karten ist wahrscheinlich der Schlüssel, um ihn zu öffnen. Kann ich die nicht untereinander tauschen? Nein. Was hätte ich hier? Geruchsschnüffler. Diese Mischung erzeugt eine fluoreszierende Substanz mit einem besonderen Duft. Sehr nützlich für das Verfolgen, wenn man keinen Hund oder Wag hat. Ferns Haare, Ruß und Löwenzahn. Tja, da müssen wir mal gucken, wie wir an den Löwenzahn rankommen. Von wem hat Fern diese Spieluhr bekommen? Ich kann mich nicht erinnern. Sie ist natürlich abgeschlossen. Doof. Der Vogel hat scharfe Krallen. Ich brauche etwas, um meine Hand zu schützen. Hm. Kann ich nicht hier noch irgendwas machen? Nein. Geht hier noch was? Hier geht eigentlich auch nichts mehr. Damit können wir nichts anfangen. Tja, dann müssen wir nochmal zurückgehen. Hallo? Okay, das möchte er irgendwie nicht mehr. Ja, jetzt haben wir nur noch hier oben irgendwas. Ah, mit dem Lösungsmittel können wir die getrocknete Farbe entfernen. Das macht Sinn. Spieluhrschlüssel, ein Pinsel und von der Schnitte, auf die er wohl steht. Hm. Fern ist ein talentierter Maler. Ich frage mich, wer das Mädchen ist. Tja. Und ich sag's mal ganz ehrlich, wir müssen noch bis mindestens zur nächsten Folge warten. Und uns auch fragen, wer dieses Mädchen ist. Bis dahin, ich wünsche euch was und ciao.